Ganz oft ist natürlich so der Punkt, wie schützt man sich überhaupt generell? Natürlich ganz oft ist das große Problem erstmal Netzwerkschnittstellen. Das heißt, jede Schnittstelle, die ihr habt, ist immer grundsätzlich ein Einfallstor für Leute, ne? Und für Hacker und für Angreifer. Das heißt, wenn ihr Schnittstellen habt und die nicht braucht, abschalten. Das ist mal so ein bisschen so generischer Rat. Ne? Meine Bluetooth war lange Zeit so ein Riesenproblem. Und viele Leute dachten es an, weil sie doch mal schnell Daten tauschen wollten oder sich mit der Freisprecheinrichtung im Auto pairen wollten. Ne? Aber die alten Bluetooth-Standard, die 2.1er, mittlerweile ist das Problem behoben. Konnte dann auch der Angreifer relativ schnell rein und dann irgendwelche Daten auslesen aus dem Handy. Wenn das Abschalten nicht geht, kann man zum Teil aber eben sogenannte Firewalls installieren, die genau diese Schnittstellen nochmal kontrollieren. Sagen, okay, nur derjenige, der die und die Ports nutzt und die Berechtigung hat, der darf rein und raus. Das ist bei Windows mittlerweile integriert, darum spielen die eigentlich keine Rolle mehr. Das kriegt man gar nicht mehr mit, außer dass vielleicht der ein oder andere Dienst bei euch nicht läuft, weil Windows automatisch das unterbindet. Der Linux bringt das auch mit. Also darum reden wir mittlerweile gar nicht mehr so viel darüber. Auch die Banken, die das immer fordern, dass man sowas haben muss. Bei Windows ist es dabei seit 7 oder seit Vista, glaube ich schon. Also fast allen euren Systemen ist es schon mit integriert. Ja, das ist mittlerweile auch schon nicht klar, nach wie vor Standard. Auch die neueste Windows-Version hat eigentlich einen ganz guten Virenschutz dabei. Also auch das kriegt ihr fast schon von Haus aus mitgeliefert. HTTP. Das ist das Protokoll fürs Internet, wo ihr natürlich immer Daten abfragt, ist erstmal komplett unverschlüsselt. Das heißt, sämtliche eure Anfragen kann natürlich jeder mitlesen. Außer diese HTTPS-Anfragen, das war das Ding, was ich euch hier gezeigt hatte. Da steht, da steht es, HTTPS. Ne? Das ist halt eben das S für Secure. Dann weiß man es eben, dass die digitale Signatur darüber gelaufen hat und die Verschlüsselung. Klassischerweise ist aber alles mit HTTP, was eben unverschlüsselt ist und kann abgehört werden. Genauso wie E-Mails. Genauso wie kostenlose Dienste, die oft immer angeboten werden, die man meistens mit seinen Daten bezahlt. Ja, da freuen die sich schon über eure Daten. Und wisst ihr wahrscheinlich sowas. Ne? Also wer sich schon mal gewundert hat, der bei Amazon irgendwann mal was gesurft hat, dann ist er auf die nächste Spiegel-Online-Seite gegangen und hat zufälligerweise personalisiert genau zu dem Produkt, was man bei Amazon eingegeben hat, dann nochmal eine Werbung bekommen. Das sind genau solche Dinge, ne? Wo man dann sich bewusst sein muss, dass man hier die ganze Zeit immer nachvollzogen wird, was man macht, und die Leute nutzen das eben für Werbung, was jetzt noch manchmal harmlos ist, manchmal ist es ja auch erwünscht, manchmal neue Produkte vielleicht, aber nichtsdestotrotz, es kann natürlich auch umschlagen, dass man wirklich dann getrackt wird. Genau, worauf ich hinaus will, also man kann die auch abschalten, diese Browser kennen, dass man sagt, okay, ich möchte anonym surfen, dann diesen Incognito-Modus bei ganz vielen Browsern, wo man das eben abschalten kann. Dann wird auch gleichzeitig an die Webseiten oder die Server die sogenannte Do-Not-Track-Option gesendet, die freiwillig dazu bewegen soll, nicht dann dein Profil aufzuzeichnen. Gut, ihr seht schon das Problem an der Sache, Freiwilligkeit ist natürlich nicht im Auge des Betrachters. Also Yahoo zum Beispiel, die haben sich, waren eine mit der treibenden Kräfte in dieser Do-Not-Track-Option, die haben jetzt gesagt, die sehen Sinn nicht mehr, die wollen Werbung machen, die steigen da aus, die ignorieren diese Do-Not-Track-Sache. Klar, das kann man natürlich jetzt nicht, muss man natürlich wissen, dass man durchaus bald immer noch gecheckt werden kann, selbst wenn man das aktiviert hat. Und die auch nutzen das natürlich auch für ihre Werbezwecke, weil damit machen ihr Geld. Also letztendlich ist das Problem immer freiwillige, also kostenlose Daten, verliert man meistens dann auch dann sein Recht an den Daten und die Unternehmen nutzen das natürlich für alle Zwecke. Das heißt für uns, wenn man trotzdem diese freiwilligen Dienste nutzen will, muss man entweder auf Datenverschlüsselung dann ausweichen, wie bei Dropbox mit CloudFogger und diesen ganzen transparenten Sicherheitsdiensten. Oder was vielleicht noch ganz interessant ist, was ihr vielleicht nicht wusstet, also es gibt ja immer ein eindeutiges Merkmal, was auch den Benutzer identifiziert, nämlich die IP-Adresse. Also ihr seid jetzt hier quasi normalerweise ja die Person, wollt irgendwie Daten von Google haben, normalerweise würdet ihr euch mit dem Google-Server verbinden, sodass wenn Alice jetzt sagt, ich sende nicht direkt an Google, sondern eben über dieses zufällig ausgewählte Netzwerk verschlüsselter Art, und der letzte Schritt wird quasi, also dieser Server kontaktiert jetzt Google, Google sieht also nur diesen anonymen Server im Auftrag von Alice, dann ist das natürlich eine Verschleierung der IP-Adresse für den Dienst, weil er nur diesen Teil sieht. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die IP-Adresse und diese IP-Adresse-Problematik dann auszuschließen.